Bundesaußenministerin Baerbock setzt heute ihre Nahostreise fort. Am Morgen ist sie in Jerusalem mit Israels Außenminister Katz zusammengetroffen und die Stimmung dürfte angespannt sein, denn Katz hatte zuvor Baerbocks Aufruf zu einer Feuerpause im Gazastreifen klar zurückgewiesen. Bei ihrem Treffen gestern mit dem palästinensischen Präsidenten Abbas hatte Baerbock die Forderung des UN-Sicherheitsrates nach einer Feuerpause begrüßt. Zudem hatte sie den Beitrag der Palästinenser im Westjordanland zu der entsprechenden UN-Resolution gelobt. In Tel Aviv ist da die Korrespondentin Nadja Armbrust. Wie ist das Gespräch zwischen Baerbock und ihrem israelischen Amtskollegen Katz gelaufen? Ja, das dürfte ein Gespräch mit Spannungen gewesen sein. Es ist ja so, dass Annalena Baerbock, bevor sie nach Israel gekommen ist, Gaza als sogenannte Hölle bezeichnet hat und deutlich mehr Hilfslieferungen für den Gazastreifen gefordert hat. Interessant ist übrigens, dass sie gestern erstmal nach Ramallah gegangen ist, dort mit dem Palästinenserpräsidenten Abbas und mit dem Außenminister gesprochen hat und eben erst heute mit dem israelischen Außenminister. Und auch das ist ein Statement. Gestern Abend hat Annalena Baerbock dann auch die Entscheidung im UN-Sicherheitsrat begrüßt und genau diese Entscheidung, die kritisiert Israel, ja, und deswegen ist das wohl ein Gespräch voll mit Spannungen und unterschiedlichen Ansichten. Und verstärkte diplomatische Verstimmung gibt es ja wegen der UN-Resolution auch zwischen Israel und den USA. Richtig, die israelische Regierung hat gestern, nachdem bekannt geworden ist, was da im UN-Sicherheitsrat eben passiert ist, nachdem diese Entscheidung gefallen ist, sofort eine geplante Reise einer israelischen Delegation nach Washington abgesagt. Diese israelische Delegation, die hätte eigentlich darüber sprechen sollen mit US-Experten, was für alternative Wege es eben gibt, um einen möglichen Einmarsch in Rafah zu vermeiden. Welche konkreten Folgen hat denn die UN-Resolution jetzt überhaupt? Das ist die große Frage. Es steigt auf jeden Fall der Druck auf Israel immens. Es ist so, dass solche Resolutionen völkerrechtlich bindend sind, aber sie sind eben wahnsinnig schwer durchzusetzen. Benny Gantz, ein Minister im Kriegskabinett hier in Israel, der hat bereits klar gemacht, dass diese Resolution keine operative Bedeutung für Israel hat. Und das heißt, die große Frage ist jetzt, was für einen Einfluss diese Resolution überhaupt auf den Krieg im Gazastreifen haben wird. Israel protestiert auch gegen den Bericht über die Lage in Gaza, der erstellt wurde von einer Menschenrechtsexpertin im Auftrag der Vereinten Nationen. Was hat es damit auf sich? Das ist ein vorläufiger Bericht und zu diesem vorläufigen Bericht gibt es eben schon einige Medienberichte. Laut diesem Bericht wird Israel eben vorgeworfen, dass es Hinweise gibt auf Völkermord im Gazastreifen. Israel reagiert hier so, wie es häufig darauf reagiert, weist diese Kritik als Schande, wirklich diesen Bericht als Schande zurück. Und es ist auch so, dass Israel die Position der Verfasserin, der Juristin, die diesen Bericht erstellt hat, kritisiert und eben sagt, das ist eine Expertin für den UN-Menschenrechtsrat, aber eben keine Sprecherin der Vereinten Nationen. Israel sagt ja, man werde militärisch weiter so vorgehen in Gaza, wie man das für richtig hält. Wie ist denn derzeit die militärische Lage dort? Im Gazastreifen wird weiter gekämpft und das Interessante ist, dass das vor allem auch an Orten ist, an denen die israelische Armee zuvor ja angegeben hatte, bereits die Kontrolle zu haben. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Shifa-Krankenhaus im Gazastreifen oder der neue Militäreinsatz der israelischen Armee in Khan Yunis. Was die Situation in Rafah bedeutet, das ist immer noch so, dass die humanitäre Situation für die Menschen vor Ort enorm schwierig ist. Es gibt allerdings weiterhin keine Hinweise darauf, dass eine baldige Bodenoffensive der israelischen Armee in Rafah bevorsteht. Allerdings hat die israelische Regierung immer wieder klar gemacht, dass sie an einer Bodenoffensive nach Rafah festhalten. Danke, Nadja Armbrust in Tel Aviv.